Checkup, das Gesundheitsmagazin, wird Ihnen präsentiert von Hirslanden und Reha-Klinik. Grüezi miteinander bei Checkup, das Gesundheitsmagazin. Hedy Buri kommt beim Laufen Schmerzen über. Es fühlt sich an, wie wenn sie auf Reissnägel laufen würde. Besonders der Zehen tut ihr weh. Sie hat das, was man sogenannte Hammerzehen nennt. Das kommt häufig mit anderen Fehlstellungen, wie mit einem Blatt oder mit einem Spreizfuß. Offene Schuhe, bequeme Einlagen oder Zehengymnastik, das alles nützt meistens nur im Anfangsstadium. Die Betroffenen kommen häufig um einen Eingriff nicht herum. Hedy Buri liebt Wandern. Die rüstige Rentnerin wirft den Blick vom Gurten runter auf die Hauptstadt und aufs Mittelland. Bis vor kurzem sind auch noch ganztägige Bergtouren für die 83-Jährige kein Problem gewesen. Doch in letzter Zeit plagt sie immer wieder einen stechenden Schmerz im Fuß. Das geht wie ein Blitz durch den Fuß. Und nachher hat man das Gefühl, man läuft auf Reissnägel. Und das ist fast unmöglich, dass man nachher noch mit dem Fuß abschaupen kann. Das tut einem so weh. Mit dem Wandern in der Natur ist es vorläufig vorbei. Dafür wandert Hedy Buri zum Arzt, Kneuer zum Dr. Isam El Masri vom Salem Spital Bern. Au! Au, ja, ja. Er untersucht den Hedy Buri ihren Fuß und forscht nach der Ursache der starken Schmerzen. Die Beschwerden von Frau Buri sind auf eine Metatarsalgie zurückzuführen. Das heißt, die Patientin hat Schmerzen unterm Fußballen beim Laufen. Und der Grund dafür sind ihre Hammerzehen. Wobei man hier sehr schön sehen kann, im Verlauf, sie wurde 2012 geröntgt, da ist die dritte Zehe noch schön im Gelenk. Man sieht hier schön den Spalt. Und auf dem Röntgenbild jetzt sieht man, dass dieser Spalt fehlt. Das heißt, die Zehe ist ausgehängt. Und das macht ihr die starken Schmerzen. Hammerzehen sind ein Problem, das mehrheitlich Frauen ab 50 betrifft. Der veränderte Hormonhaushalt kann zu einem schlafferen Bindegewebe führen. Die Gelenke heben weniger. High Heels und enge Schuhe über Jahrzehnte können Verursacher sein. Aber die meisten Betroffenen können gar nichts dafür. Nein, da kann ich alle Damen der Welt beruhigen. Häufig sind Fehlstellungen der Füße wie Hammerzehen oder ein Hallux Valgus erblich bedingt. Und ich habe bemerkt, wenn man die Patienten in der Sprechstunde darauf anspricht, dann sagen viele, ja, meine Mutter oder meine Großmutter, meine Tante hatten auch schon solche Füße. Da liegt meistens die Ursache. Auch Hedy Buri hat früher enge und hohe Schuhe getragen. Bevor man aber einen Eingriff ins Auge fasst, versucht man das Problem zuerst konservativ zu behandeln. Orthopädische Spezialschuhe sollen helfen, doch bei der Hedy Buri haben sie nicht die gewünschte Wirkung erzielt. Nein, die haben überhaupt nichts geholfen. Ich habe nach wie vor die genau gleichen Schmerzen. Das ist vor und nachher zum Laufen, wie wenn ich Reissnägel unter den Füßen hätte. Einige Wochen später gibt es ein Gespräch zusammen mit dem Chirurg, der den Eingriff erklärt. In 45 Minuten wird der Mittelfußknochen gekürzt und gleichzeitig die Sehne verlängert. Das bringt die Zehen wieder in eine normale Form. Die Operation kann sogar ambulant gemacht werden. Bei der Hedy Buri ist der Eingriff schon ein paar Wochen her. Zuerst ist sie noch an den Stöcken gegangen, doch mittlerweile kann sie auch wieder auf den Zehen stehen. Im Röntgenbild sieht man die Situation vorher rechts und dann links, nach dem Eingriff, der wieder vorhandene Spalt und Schraube. Ja, ich bin sehr zufrieden. Wie man sieht, hat Frau Buri jetzt wieder sehr schöne gerade Zehen und die Funktion des Fußes ist wieder sehr gut. Sie kann wieder das machen, was sie vorher nicht machen konnte. Das heisst, Hedy Buri kann endlich wieder richtig wandern. 3 Monate nach der Operation kann sie etwa 1 Stunde lang schmerzfrei unterwegs sein. Sie darf allerdings nicht übertreiben und muss am Fuß Sorge haben. Ihr Ziel ist aber, bald wieder auf einer grossen Bergtour dabei zu sein. Das war es von Checkup, das Gesundheitsmagazin. Möchten Sie mehr Informationen zu unseren Gesundheitsexperten im Beitrag, dann klicken Sie auf unsere Homepage. Dort finden Sie auch alle anderen Beiträge im Archiv. Auf Wiedersehen miteinander!
Check-up, das Gesundheitsmagazin, ist Ihnen präsentiert worden von Hirslanden und Reha-Klinik.